gut auf die Beine gekommen, wird aber in der Bahnmitte sofort von Navaja und Scopello abgelöst und von ganz außen strebt dann die Favoritin an die Spitze. Lady Horizon führt also vor Navaja an der Innenseite, dann ist Scopello drittes Pferd, dann die Gruppe mit Don Gino, mit außen davon galoppierend New Diamond, dann sehen wir noch weiter außen Nanyo, aktuell ohne Lage, an der Innenseite Bavarian Princess und Viviane zunächst einmal letztes Pferd. So geht es in den Rastatter Bogen mittlerweile hinein. Lady Horizon zeigt den Weg, führt mit exakt einer Länge Vorteil vor Scopello in zweiter Position. Drittes Pferd ist Navaja, in vierter Position Nanyo. Dann die Lücke von drei Längen bis zu New Diamond. An der Innenseite ist Don Gino, vorletztes Pferd Bavarian Princess und letztes Pferd ist Viviane. Am Boxendorf geht es mittlerweile vorbei in Richtung der Iffezheimer Zielgeraden. Gute 650 Meter bis zum Zielpfosten sind das noch. Lady Horizon marschiert, vor Scopello in zweiter Position. Navaja ist drittes Pferd, Nanyo außen lässt sich anfassen. Don Gino ebenfalls von New Diamond, Bavarian Princess und Viviane haben einen meilenweiten Weg bis nach vorne. Lady Horizon marschiert an der Spitze. Lady Horizon mit Scopello, mit Navaja an der Innenseite läuft ein tolles Rennen. Nanyo an der Außenseite vorne marschiert. Aber Lady Horizon vor Nanyo außen, der versucht das Blatt noch zu wenden, aber Lady Horizon kann weiter stiefeln an der Spitze. Souverän, bestens alles eingeteilt von Sibylle Vogt für Bohemian Nedo Rostek und Legal Horizon Racing gewinnt Lady Horizon gegen Nanyo. Dahinter war Navaja am Ende auf Platz 3 vor Scopello, vor Viviane. Dann New Diamond, dann erst Bavarian Princess und Don Gino war letztes Pferd. Vorläufiger Einlauf, erstes Rennen des